Nichts ist mehr normal, seit der Berliner Menschenrechtler Peter Steutner aus der Haft entlassen wurde. Eine Fahrt durch Berlin. Ein völlig anderes Gefühl als früher. 113 Tage türkische Gefangenschaft haben seine Sinne geschärft. Alles kündigt sich über Geräusche an. Alles kündigt sich über einen Schlüssel im Schloss an oder eine Tür, die aufgeklinkt wird oder aufgeregtes Gerede draußen. Beamte brüllen sich was zu, brüllen sich an. So kündigt sich immer was an. Und dadurch bin ich auf Geräusche auch immer noch super aufmerksam, was auch anstrengend ist. Juli 2017. Peter Steutner und sein Kollege, der Menschenrechtler Ali Garavi, nehmen einen Auftrag in der Türkei an. Sie trainieren Menschenrechtsaktivisten im Umgang mit Datensicherheit, mit Stress und traumatischen Situationen. Ihr Ziel? Die Insel Büyükada im Marmarameer, vor der Küste Istanbuls. Ein friedliches Urlaubsparadies. 8 türkische Menschenrechtsaktivisten haben sich zum Workshop angemeldet. Checken für eine Woche ein im belebten Zentrum, im Esket Hotel. Am dritten Tag stürmt die türkische Polizei das Hotel. Steutner und die anderen werden festgenommen. Nach 13 Tagen wird sich die Bundesregierung bemühen, Peter Steutner freizubekommen. Welchen Preis ist Deutschland bereit zu zahlen? Ein diplomatischer Kraftakt beginnt. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist. Ich höre von internen Quellen, dass das ein sozusagen inhaltlicher Zusammenhang ist, die Frage von Rüstungsexportgenehmigungen aus Deutschland einerseits und dann die Freilassung von Gefangenen. Das ist, was die Bundesregierung geheim halten möchte und sagt zum Staatswohl, dienlich ist es nicht, die Informationen weiterzugeben, was genau Gesprächsinhalt im Fall Peter Steutner war. Peter Steutner selbst hätte nie gedacht, dass er mal zum Spielball von Wirtschaftsinteressen und eines außenpolitischen Machtpokers werden könnte. Das ZDF-Morgenmagazin hat ihn eingeladen zum Gespräch. Ich leg mich einfach hier ab irgendwie? Genau. Okay. Inzwischen habe ich immer, wenn ich solche Flaschen sehe, die Banderolen, aus denen habe ich im Gefängnis gewebt, geflochten. Die Maske. Okay. Die Brille? Vor einem Jahr in der Türkei steht nichts Verbotenes auf Steutners Workshop-Programm. Wir haben mit Absicht einen öffentlichen Ort gewählt. Also es war ein Hotel, wo es ganz normale Gäste gab. Der Seminarraum war klar einsehbar, da war keine Geheimhaltung dabei. Und es gab auch keine Inhalte, wo wir gesagt hätten, das darf niemand hören. Der Tag, als die Festnahmen passierten, war der Mittwoch. Das war der dritte Trainingstag. Und plötzlich wurde die Tür aufgerissen und 30 bewaffnete Beamte in Zivilkleidung stürmten herein, riefen uns zu, Hände hoch. Die Beamten hatten alle Waffen hinten im Hosenbund stecken. Wir wurden durchsucht, jeder einzeln an die Wand gestellt und durchsucht, zum Teil sehr ruppig. Dann wurden wir von dort in die Polizeistation nach Büyükada gebracht. So, bitte. Okay. Also das, was wirklich schwer ist, ist so die Vorstellung, okay, wenn das jetzt 10 oder 15 Jahre werden, was ist dann mit meinen Kindern? Was ist mit meinen Eltern? Also wenn Peter unterwegs ist, heißt das immer, dass wir irgendwie kontinuierlich in Kontakt sind. Das ist zumindest sozusagen irgendwie morgens, abends so ein kurzes Kommunizieren, einen kurzen Austausch gibt. Und am 5. Juli war dann zumindest abends klar, er hätte sich jetzt melden sollen. Okay, wir müssen nachfragen.
Und Dan hat dann auch im Hotel angerufen, hat versucht, irgendwie daraus zu finden, was los ist. Und dann war auch schnell klar, so, okay, das Training wurde, die wurden alle verhaftet. Das Sicherheitsprozedere bei solchen Trainings, dass wir uns binnen 24 Stunden gemeldet haben müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann stimmt was nicht. Und wussten also, die werden jetzt langsam aktiv. Die Notfallnummer des Auswärtigen Amts bzw. der Botschaft, die haben wir doch am gleichen Abend quasi angerufen, um irgendwie da zu sagen, dass es diese Verhaftung gab. Und die haben ja dann auch sehr schnell reagiert. Dann kamen für mich auch zwei Konsulatsmitarbeiterinnen. Damit war klar, okay, jetzt ist auch eine politische Ebene involviert. Das tat mir sehr gut, zu wissen, jetzt ist es registriert, jetzt kann nicht mehr alles passieren so. Wir hatten das Glück, dass ich da über die Konsulatsmitarbeiterin einmal meine Familie anrufen konnte, kurz für 2 Minuten. Hätte ich gewusst, wie lange ich im Gefängnis bleibe, hätte ich gern länger telefoniert, aber da war es halt so, ja, geht mir gut. Es ging auch darum noch zu gucken, auf was läuft das hinaus? Läuft das auf eine Deportation hinaus? Läuft das auf ein, oh, tut uns leid, wir haben die Falschen inhaftiert, so hinaus? Es war alles noch möglich. Und natürlich wussten die Konsulatsmitarbeiterinnen auch nicht mehr, als dass wir festgenommen waren. 24 Stunden nach Peter Steutners Verhaftung landet Präsident Erdogan in Hamburg. Der G20-Gipfel. Wissen die Staatschefs von den Verhaftungen? Zumindest Kanzlerin Merkel müsste vom Außenministerium informiert gewesen sein. Kein Kommentar, keine Erwähnung an diesem Tag. Steutner zählt nun zu den über 50.000 politischen Gefangenen in der Türkei. Der Deutsch-Türke Deniz Yücel sitzt zu der Zeit seit knapp 5 Monaten. Die Deutsche Meşale Tolu seit 68 Tagen. Ohne Anklage und ohne zu wissen, wie lange noch. Das waren dann auch die schwierigen Momente, wenn ich dann gedacht habe, okay, wenn das jetzt nicht nur 2 Tage sind, wenn das nicht 3 Tage sind, wie lange ist es dann? Und ich wusste halt von anderen Fällen in anderen Ländern, ja, 5 Jahre, 10 Jahre. Und dann dachte ich schon so, was heißt das für meine Familie? Und gleichzeitig dann auch wieder das Ding, nützt denen auch nichts, wenn ich jetzt verzweifle. Also kümmere ich mich um mich und um Ali und um die anderen um uns rum. In den ersten Tagen erfährt die Presse nichts von seiner Verhaftung. In der Bundespressekonferenz nennt das Auswärtige Amt keine Namen, aus Rücksicht auf die Angehörigen. Die Familien haben noch nicht entschieden, ob sie die Geschichte der Inhaftierung veröffentlichen wollen. 5 Tage nach der Festnahme wendet sich die Regierung mit einem ersten Statement an die Presse. Viel auf einmal. Fangen wir mit der Frage der Türkei an. In der letzten Woche ist ein Konsularfall dazugekommen oder ein deutscher Staatsangehöriger in Polizeigewahrsam genommen. Die konsularische Betreuung durch das Generalkonsulat läuft. Wir können aber noch keine weiteren Angaben machen zu dem Verfahren. 2 Nächte verbringen Steutner und die anderen im Polizeigewahrsam der Insel Büyükada. Dann geht es im Gefangenentransport nach Istanbul. Sie sollen in den nächsten Tagen dem Haftrichter vorgeführt werden. Was man ihnen vorwirft, wissen sie immer noch nicht. Noch rechnen sie damit, schnell freigelassen zu werden. Bis zur Anhörung werden sie im Polizeipräsidium von Vatan untergebracht. Es ist eine ehemalige Tiefgarage. Man sieht also noch die Parkstreifen auf dem Boden und dann sind dort Zellen eingebaut, recht massiv. Wieder ohne Tageslicht. Also es gibt so einen kleinen Lichtschacht pro Zellentrakt. 5 Zellen und dann hat man so ein, sozusagen so, ja, 40 mal 60 Lichtschimmer oben, x mal vergittert, sodass man den Himmel nicht wirklich sehen kann. Aber da ist angeblich Tageslicht hinter, sodass man so einen Tagesrhythmus auch wieder bekam. Und was ich dort beeindruckend fand und ja, was ich für mich wohltuend anfühlte, war die Solidarität untereinander. Also ich kam in diese Dreierzelle rein, 3 Leute waren schon drin und sie sagten sofort, okay, hier gibt es nur 3 Matten. Wir gehen zu zweit auf diese etwas größere Matte und du kriegst die eine von den beiden Einzelmatten. Und wir haben dann auch sofort angefangen, uns zu unterhalten, uns zu stärken gegenseitig, haben das Essen geteilt. Trotzdem ist die Situation furchtbar. Ja? Völlig willkürlich, ob die Zelle aufgeschlossen wird oder nicht. Natürlich geht man sofort aufs Klo, weil man weiß ja nicht, wann der nächste Aufschluss ist. Man ist eigentlich immer in
Alarmzustand und super aufmerksam. Was kommt als nächstes? Seine Lebensgefährtin Magdalena, seine Familie und Freunde in der Wohngemeinschaft am Prenzlauer Berg in Berlin bewegen sich vom ersten Moment an im Ausnahmezustand. Aus der WG wird ein Krisenzentrum. Also ich hatte in dieser ersten Zeit, habe ich erstaunt festgestellt, wie sehr ich eine Klarheit für mich hatte, was ich brauche und was nicht. Und wie gut ich plötzlich darin war, das auch zu benennen und Leute zu fragen, ob sie bestimmte Dinge für mich tun können oder genau, ob sie vorbeikommen können, was machen. Magdalena sitzt am Rechner, kommuniziert mit Menschenrechtsorganisationen, NGOs, politisch Aktiven, mit Peters Anwaltsteam in Istanbul. Vom ersten Tag an schicken sie ihm E-Mails, die er selbst nicht lesen darf, aber die ihm die Anwälte bei ihren Besuchen vorlesen. Ich habe selbst mit Menschenrechtsarbeit angefangen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit Amnesty International Briefaktion. Diese Standardbriefaktion, wir schreiben einen politischen Gefangenen irgendwo. Und ich habe immer gedacht, ja, das muss sich doch gut anfühlen, wenn ich weiß, da kommen Briefe an. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl so, ja, es tut gut. Ich denke nicht nur, es muss ja gut tun, sondern ich weiß plötzlich, es tut gut, auch wenn ich die überhaupt nicht kenne, die mir da Briefe schreiben. Aber zu wissen, dass da Briefe eingehen für mich und dass diese Beamten im Gefängnis das einfach wahrnehmen müssen, ja, dem wird geschrieben, das war mir sehr, sehr wichtig und hat mir viel, viel Kraft gegeben. Nach 12 Tagen im Polizeipräsidium von Batan beginnt für Peter Steutner die Vernehmung im Justizpalast. Nun erfährt er, was man ihm vorwirft. Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation. Die Vernehmung erfolgt durch den Staatsanwalt. Das war bei mir ein für mich sehr, sehr schwieriger Mensch, dieser Staatsanwalt. Noch schwieriger war der Übersetzer, der einfach überfordert war mit der Situation und nicht mehr übersetzen konnte. Das heißt, es ging nur in Halbsätzen, manchmal nur in Viertelsätzen. Dann mussten meine Anwältinnen wieder intervenieren, sagen, nein, das ist falsch übersetzt worden, eigentlich muss es so und so heißen. Es ging vor und zurück und der Staatsanwalt schien alles andere als interessiert. Er guckte über seine Schulter auf seine Parfumsammlung, die hinter ihm stand, drehte sich seine Zigaretten, rauchte zum Teil, machte sich ein paar Notizen, blätterte in Büchern, ging zum Rauchen raus, mitten aus dem Gespräch raus. Und alle dachten, eigentlich müssen wir jetzt hier entlassen werden. Eigentlich muss es jetzt Freispruch raus. Und dann wurde das Hafturteil verkündet. Und es war für uns alle wie ein Schlag ins Gesicht. Steutner, Ali Gharavi und 4 weitere der Inhaftierten gehen in Untersuchungshaft. Auf unbestimmte Zeit. Die anderen 4 werden entlassen, dürfen aber Istanbul nicht verlassen. Die Bundesregierung kennt die Details der Haftprüfung noch nicht, nur das Urteil. Sie bestellt den türkischen Botschafter ein. Dass unbescholtene deutsche Staatsangehörige in die Türkei reisen können, ist für uns ganz wichtig. Und nicht Gefahr laufen, wegen an den Haaren herbeigezogener Terrorismusvorwürfe in Haft zu geraten. Auch das hoffentlich hat der türkische Botschafter verstanden und kabelt da entsprechend nach Ankara. Der damalige Außenminister Sigmar Gabriel bricht seinen Sommerurlaub ab und eilt nach Berlin. Wer unbescholtene Besucherinnen und Besucher seines Landes unter wirklich hanebüchenden, ja abwegigen Beschuldigungen festnimmt und in Untersuchungshaft verbringen lässt, der verlässt den Boden europäischer Werte. Wir werden seitens der Bundesregierung alles tun auf allen Ebenen, um seine Freilassung zu erwirken. Aber wie? Die türkische Botschaft erklärt, die Türkei sei ein Rechtsstaat. Insofern habe die Regierung in Ankara keinen Einfluss auf die Justiz. Was kann die Bundesregierung für die Inhaftierten jetzt tatsächlich tun? Wenn wir jetzt sagen, die Türkei zählt für uns nicht mehr. Das ist ein ganz übler Staat geworden mit Menschenrechtsverletzungen. Das ist kein Rechtsstaat mehr und dieser Erdogan ist übergeschnappt, dieser Neosultan. Also wir wollen mit denen allen nichts mehr zu tun haben. Ist das problematisch, weil wir eine große türkische Minderheit in Deutschland haben, von der 60% auf Seiten Erdogan stehen
und B, weil die Gesprächsfäden dann abreißen. Und wir erreichen mehr auf dem anderen Weg. Und ich sage auch immer noch, es gab eine Türkei vor Erdogan und es wird eine Türkei nach Erdogan geben. Also es gibt schon auch in der Türkei viele brave Menschen, die wollen einen Rechtsstaat haben, die wollen auch, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Ich finde, die Politik muss man messen an Taten und nicht an Worten. Wir sind das, was wir tun und nicht das, was wir sagen. Wenn weiterhin Finanz- und Kredithilfen, wirtschaftliche Hilfen fließen an die Türkei, wenn weiterhin Rüstungsexporte stattfinden, dann halte ich das für nur reine Rhetorik, aber keine Änderung der deutschen Türkei-Politik, die tatsächlich Druck entfaltet dann, damit die Türkei sich bewegt. Von den Umständen der Haftprüfung, der Vernehmung Steutners durch den Staatsanwalt hier im Istanbuler Justizpalast, erfährt die Bundesregierung erst 5 Tage später. Und regierungstreue türkische Medien stellen den Untersuchungshäftling Steutner an den Pranger. Er sei nicht nur Terrorist, sondern auch ein deutscher Spion. In Berlin wird das als weitere scharfe Provokation aufgenommen. Ich finde es schwer, wir finden es schwer erträglich, wenn erneut von Seiten der türkischen Regierung Vorverurteilungen im Fall Steutner vorgenommen werden, die in sich total widersprüchlich sind. Formal wird ihm zur Last gelegt, Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung. Und nun hören wir vom türkischen Präsidenten, er sei gleichzeitig Spion der Bundesrepublik Deutschland gewesen und wolle das Land spalten. Also beides kann nicht zutreffen, aber beides zusammen geht beim besten Willen überhaupt nicht. Die Reaktion der Bundesregierung im Fall Steutner ist laut und deutlich. Von den öffentlich bekannten politischen Häftlingen ist Peter Steutner der erste ohne jeglichen türkischen Hintergrund. Er ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Seine Lebensgefährtin kommt aus Österreich. Sie haben ein gemeinsames Kind und engagieren sich beide in der Friedensarbeit. Die Inhaftierten in der Türkei bekommen durch ihn, den Deutschen, eine andere mediale Aufmerksamkeit. Ich habe schon das Gefühl, es gibt auch so eine Personalisierung und Peter ist jetzt das große Symbol für ich weiß nicht was. Also irgendeine Zeitung hat getitelt, der gute Mensch vom Prenzlauer Berg. Und ja, das ist auch eine Schublade. Wenn ich böse bin, sage ich, ich bin blond und blauäugig. Ich glaube, wenn ich schwarz wäre, wenn ich muslimisch wäre, wenn ich vorher mal einen türkischen Pass gehabt hätte, würde das ganz andere Fragezeichen an meiner guten Tätigkeit wecken. Und das würde mich ganz klar aus dem Blick so rausholen. Also da, ja, das ist vielleicht auch eine Aufgabe, die ich mithabe, dieses blond- und blauäugig Image zu zerstören und zu zeigen, hey, aber vergesst die anderen nicht. Die anderen, Tausende, die seit der Niederschlagung des Putsches in der Türkei auf einen fairen Prozess warten. Steutner und sein Kollege Ali Garavi sollen nach dem Urteil des Haftrichters in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Wir wurden dann von 2 Justizbeamten in einem Zivilfahrzeug in einer James-Bond-Rallye zum Gefängnis gefahren, in einer einstündigen Rallye, wo ich sehr froh war, mich extremst bemüht zu haben, unter dem Rücksitz den Sicherheitsgurt rauszukramen. Und es war wirklich, wir hatten einen beinahe Zusammenstoß mit einem anderen Zivilpolizeifahrzeug, wo die sich dann anschrien und ihre Marken hochhielten, wer in der wichtigeren Einheit ist und wer jetzt Vorfahrt haben könnte. Im Gefängnis landen ist blöd, aber auf dem Weg ins Gefängnis sterben, weil die einen scheiß Unfall bauen, geht gar nicht. Alle 10 Workshop-Teilnehmer warten jetzt auf die Anklage und den Prozess. Ali Garavi und Steutner werden von den anderen getrennt. Die beiden landen in einem der größten Gefängnisse der Türkei, in Istanbul. Eine Haftanstalt für mindestens 3000 Gefangene. Die Leute hier sind kriminelle Gefangene gewöhnt. Die machen hier am Eingang ganz klar, wo oben und unten ist. Und dass Widerstand zwecklos ist und so behandeln sie einen. Es gab Geschubse, es gab völliges Gebrülle zwischen denen auch, also wo wir das Gefühl hatten, gleich schlagen die sich gegenseitig. Und dann wird man in ein kleines Kabäuschen geschubst, einem Karton hingeworfen, ausziehen. Und dann zieht man sich bis auf die Unterhose aus. Und dann wird einem Medizinkittel hingeworfen, Unterhose auch. Dann steht man da nackt in so einem wirklich so dünnen Medizinhemdchen in einem kalten Raum, weiß nicht für wie lange. Und irgendwann kam dann ein Beamter rein und machte mir deutlich, ich muss mich jetzt hinhocken, mit den Händen an der Wand, und haute mir in den Rücken, um mich zum Husten zu bringen, damit ich eventuell Drogen abhuste oder aushuste.
Also es war extrem unangenehm. Magdalena Freudenschuss trifft in diesem Sommer beinahe täglich Larissa Dickey, die Frau von Steutners Kollegen Ali Garavi. Er ist schwedischer Staatsbürger. Und Larissa Dickey versucht, über die schwedische Regierung zu erreichen, dass ihr Mann freigelassen wird. Das Problem ist, während die Staaten verhandeln, entweder sehr hart oder abwartend, vertrauensvoll, leiden unsere Lieben. So ist es im Endeffekt. Während dieses Diplomatie-Ding läuft, leiden wir die ganze Zeit. Das ist die Realität des Ganzen. Was können wir, was kann ich also tun? Jeden Abend um 18 Uhr versammeln sich die Mitglieder von Steutners Gemeinde in der Gethsemane-Kirche am Prenzlauer Berg, um für ihn und die anderen Inhaftierten zu beten. Wir bitten dich, Gott, für Peter Steutner. Es tat mir total gut zu wissen, was jetzt an Solidaritätsaktionen gelaufen ist, als dann anlief hier die Wachet und Betet Gebete und Andachten. Das hat mich total berührt und auch bestärkt. Und ich habe dann angefangen, okay, dachte, wenn ihr jetzt jeden Abend um 6 in der Kirche sitzt und Andacht macht, dann setze ich mich einfach halt zeitversetzt oder zeitgleich, aber abends um 7 hier hin und mache dann halt auch Andacht. Und das hat mich total gestärkt. Was können die Freunde um Peter Steutner darüber hinaus tun? Von Anfang an ringen sie mit der Frage, wie viel Öffentlichkeit hilft? Wie viel kann schaden? Seit dieser ersten großen Aufmerksamkeitswelle nach der Verhängung der Untersuchungshaft, da war unsere Einschätzung eigentlich immer wieder aufs Neue, besser nicht zu viel. Sozusagen ist es nicht so viel daraus zu gewinnen. Welche Risiken sind damit verbunden? Welche Auswirkungen kann das haben? Was ist sozusagen die Botschaft, die wir mit einem möglichen Interview oder mit was auch immer wir tun, medial senden? Und das dann jedes Mal wieder neu abzuwägen und auch oft nicht zu wissen, was ist jetzt das Richtige und damit zu leben, dass man sich dann für irgendwas entscheidet, das ist eins der herausforderndsten Momente letztlich immer wieder. Der Freundeskreis um den inhaftierten Journalisten Dennis Yücel entscheidet sich für eine offensivere Strategie. An seinem 34. Geburtstag zum Beispiel organisieren seine Freunde und Kollegen lauten Protest gegen die eigene Hilflosigkeit. Dennis Yücel sitzt an dem Tag seit 209 Tagen ohne Anklage in Haft. Tausende gehen für seine Freilassung auf die Straße. Sommerpause in Berlin. 4 Wochen vergehen und Steutner ist immer noch in Haft. Außenminister Gabriel wird bei einer Sommerpressekonferenz von Bürgern gefragt, warum die EU die Beitrittsverhandlungen mit Staatspräsident Erdogan nicht schon längst abgebrochen hat. Der Abbruch der Beitrittsverhandlungen, der formelle, dass wir ihm sagen, wir beenden das. Das würde ihn richtig freuen. Dann hätte er endlich den schlagenden Beweis seiner Bevölkerung gegenüber, dass sich Europa von der Türkei abwendet. Dass ich ihm noch eine Waffe gegen uns in die Hand gebe, in Anführungsstrichen, indem ich sage, hier hast du noch ein Stück Papier, das Ganze hochhalten und jedem deiner Bürger zeigen, die EU will nichts mehr mit der Türkei zu tun haben. Das mache ich nicht. Ich werde ihm nicht noch helfen. Der wartet jeden Tag auf eine Provokation, weil das... Er hat so viele innere Widersprüche in der Türkei, dass er einen äußeren Feind braucht. 3 Tage zuvor hatte sich Gabriel mit Magdalena Freudenschuss getroffen. Die erste Begegnung.
Wir wurden empfangen und es gab ein halbstündiges Gespräch. Es wurde auf jeden Fall deutlich, dass die Politik auch nicht den Knopf hat, auf den sie drücken kann, um solche Fälle zu lösen. Und gerade nicht in einer Situation, wo die diplomatischen Beziehungen oder die Beziehungen zwischen den beiden Ländern so komplex und schwierig auch gerade sind und verfahren. Ich glaube, dass in diesem Gespräch das kurz aufkam, wer hat denn Kontakte in die Türkei und wer kann überhaupt mit wem reden. Und dass da auch der Name Schröder fiel, aber sozusagen das war jetzt kein Plan oder kein Vorhaben. Mittlerweile sitzt Peter Steutner in Silivri, im Hochsicherheitstrakt für Terroristen, in Abschnitt 9, wo auch Deniz Yücel auf seinen Prozess wartet. Nach 4 Tagen Isolationshaft kommt er in eine Zelle mit einem türkischen Mitgefangenen. Hunderte von Menschen schreiben ihm, aber erst Wochen später wird er die Briefe lesen können. Im Gefängnis hatte man sie zurückgehalten. Er weiß nicht, dass Altkanzler Gerhard Schröder nun für ihn aktiv werden soll. Das hat es immer gegeben, so etwas. Ich erinnere mich an Ben Wischnewski, der beste Beziehungen in der arabischen Welt hatte. Wie oft haben wir diese guten Beziehungen auch ausgenutzt, um da in schwierigen Fällen mal zu intervenieren oder ein Gespräch im Hintergrund zu halten. Dass wir jetzt Gerhard Schröder gebeten haben, weil er ja immer noch ein hohes Ansehen hat bei den Türken. Und dann macht man da Gespräche im Hintergrund, die manchmal dann dazu führen, dass man so einen Fall lösen kann. Der türkische Präsident agiert ja unverhohlen als Geiselnehmer. Er macht ja kein Geheimnis daraus, dass er die deutschen Staatsbürger im Austausch für beispielsweise die Auslieferung von türkischen Offizieren, die hier Asyl beantragt haben, dass er bereit ist, einen Austausch zu machen. Insofern muss man davon ausgehen, und so kenne ich auch den türkischen Staatspräsidenten, dass er sich allein von einem freundlichen Gespräch mit Gerhard Schröder nicht beeindrucken lässt. Freundliches Gespräch oder knallharte Verhandlungen? Es kursieren erste Gerüchte, dass auch Rüstungsgeschäfte Inhalt von diplomatischen Verhandlungen sein könnten. Der Journalist Dieter Wonka hat den Fall Peter Steutner begleitet. Seit fast 50 Jahren recherchiert er in den Kreisen der Mächtigen. Er kennt Gerhard Schröder seit Jahrzehnten persönlich. Es war klar, dass Gerhard Schröder bei Erdogan gelitten war. Anders als Sozialdemokraten als solche und anders als der Außenminister Gabriel, der zu diesem Zeitpunkt eine No-Go-Area für die türkischen Despoten und Potentaten darstellt. Man muss ihm immer sagen, du entfernst die Türkei oder sie, ne, muss ja aufpassen, ich bin ja zu jung, hat er mir ja gesagt, um ihn anzusprechen. Darf man alles nicht so viel vor. Und sie gehört, hat er gesagt, was bildet der sich ein, wie alt ist der eigentlich, dass der mich anspricht? Ja. Wenn irgendein Minister hat mich Rassist genannt oder so. Das sind immer so, wenn ein Politiker gar nicht mehr weiter weiß, dann macht er sowas. Das zeigt, worauf die warten. Am liebsten wäre der gewesen, wenn ich jetzt, als der mich Rassist genannt hat, jetzt sowas Ähnliches zu ihm gesagt hätte. Das wäre super. Das wäre in allen türkischen Zeitungen gewesen. Und das darf man nicht machen. Man darf nicht das Spiel mitspielen. Anfang September. Steutner sitzt seit 59 Tagen ein. Auf dem Höhepunkt des Bundestagswahlkampfes 2017 trifft sich also Bundeskanzlerin Angela Merkel unter höchster Geheimhaltung mit Altkanzler Gerhard Schröder. Nach meinem Wissen, das ist ein ausgesprochen kleiner Teil, aber ein bisschen Einblick hatte ich, war klar, dass es keine Solo-Lösung Steutner gibt, sondern wenn, dann war es ein Gesamtpaket. Und das war ja auch Basis für das Handeln von Schröder. Deswegen hatte er sich in dem Gespräch mit der, an einem Freitag bei der Bundeskanzlerin, ich glaube 2 Stunden haben die miteinander gesprochen, in hektischen Zeiten. Und Schröder hat dann sämtliche deutsch-türkischen Akten auf den Tisch bekommen, sodass er, ja, der tatsächlich rundherum informiert war und er wusste, es geht um alle möglichen Facetten des deutsch-türkischen Verhältnisses. Der Kanzlerkandidat und Parteifreund Martin Schulz ist offenbar nicht informiert. Während Gerhard Schröder in geheimdiplomatischer Mission unterwegs ist, feuert Schulz öffentlich im Kanzlerduell
gegen die Türkei. Wenn Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die unschuldig in Haft gehalten werden, nicht mehr sicher sein können, dass der deutsche Staat sie in der Türkei schützt, weil dort ein autokratischer Herrscher willkürlich Leute verhaftet, dann ist der Punkt erreicht, wo die Bundesrepublik Deutschland sagen sollte, wir brechen die Beitrittsverhandlungen ab. Und ich sage das jetzt ganz klar, ich würde diesen Antrag stellen. Sie können ja jetzt auch die Position beziehen, ob Sie das auch machen würden. Vorsicht, jetzt muss ich auch einfach mal sagen, wissen Sie, Leisetreterei ist das Letzte, was man braucht im Umgang mit jemandem wie Erdogan. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Aber wenn man Staatsbürger frei bekommen möchte, dann muss man schon noch im Gespräch bleiben. Es gibt viele Themen und es gibt viele Forderungen, die Erdogan an Schröder stellen könnte. Die Auslieferung der Gülen-Anhänger und Putschisten, Visafreiheit für Türken in der EU und die Genehmigung von Rüstungsprojekten. Kennen Sie Schröder? Wissen Sie, ob er so eine Mission gerne angenommen hat oder muss man ihm da zum Jagen tragen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne Schröder gut. Ich weiß, sowas findet er einfach geil, wenn er im deutschen Auftrag unterwegs sein kann. Und vor allem, wenn die Kanzlerin ihn als Troubleshooter beauftragt. Also ein Schröder wird eigentlich immer noch gebraucht. Man weiß, dass Schröder ein Ferienhaus in Bodrum hat und er vom Typ her auch mit einem wie Erdogan, weil sie sich ein klein wenig ähnlich im öffentlichen Gehabe sind, gut kann, war das eine tolle Aufgabe für Schröder, die ihm bestimmt auch Spaß gemacht hat. Peter Steutner wartet währenddessen in der Haftanstalt Silivri vergeblich auf eine offizielle Anklage, einen Prozess. Er macht Yoga, lernt Türkisch und faltet Origami. Und da kam ich auf die Idee, Mensch, Origami ist was, was meinem Drang nach Basteln, nach Handwerklichem total entgegenkommt. Ist vielleicht was, was man auch im Gefängnis machen darf. Und mir hat es einfach voll geholfen, weil es entsteht was, was auch diesem Gefängnisalltag entgegensteht, weil es ist einmal Inspirationsarmut zum Quadrat. Aber wenn man plötzlich so eine Origami-Maus irgendwo über die Treppelinsen hat oder einen Elefanten im Fenster stehen oder einen Kranich irgendwo langfliegen, das bricht es auf. Vielleicht doch, wenn die sich anlehnt. Oder ist die Fledermaus? Warum die Fledermaus? Das war so unsere Vorstellung. Magdalena und ich haben uns oft in Gedanken zumindest bei uns auf dem Balkon oder Wintergarten getroffen. Und da ich ja nicht anders hinkommen konnte als fliegen, kam ich halt als Fledermaus. Und deswegen hatte ich ihr dann auch eine Fledermaus gemacht und mitgebracht. Ich hatte so das Gefühl, ich bin im VIP-Trakt vom Gefängnis untergebracht, weil auf der rechten Seite neben mir gab es Universitätsmitarbeiterinnen, Professoren. Dann gab es eine Gefängniszelle mit hochrangigen Geschäftsleuten, deren Holding suspendiert war. Dann gab es auf der anderen Seite eine Zelle mit Ex-Bürgermeistern und Ex-Gouverneuren. Dann gab es eine Zelle mit hochrangigen Militärs, eine Zelle mit hochrangigen Polizeikommandanten. Jede Gefängniszelle hat einen eigenen Hof, sodass nie jemand anders mit da ist. Es ist nicht Zusammenschluss wie in anderen Gefängnissen. Ja, wir haben halt entweder über die Mauern gerufen oder das Cellphone benutzt, was der Gully ist, der Ausguss im Hof. Die sind über die Kanalisation mit den verschiedenen Zellen verbunden. Und das ist dann so ein Straßengully in der Mitte. Ist perforiert, hat Löcher in der Metallplatte. Und dann hängt man mit seinem Ohr ganz dicht da drüber und kniet auf dem Boden und unterhält sich mit denen auf der anderen Seite. Und es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich zum Beispiel ein Gesicht dazu hatte, weil ich die nie sehe. Und dann habe ich sie mal durchs kleine Fensterchen in der Tür blicken sehen. Und dann hieß es, Peter, hier ist Ali. Oder Peter, hier ist wer auch immer. Und dann wusste ich, so sieht er um die Augen aus, mit dem ich mich jetzt seit 3 Wochen unterhalte. Oder dann später war es auch so, dass ich ab und zu Zeitungsartikel gelesen habe, wo klar war, das ist mein Mitgefangener nächste Tür. Oder, das waren die Generäle, die gerade entlassen wurden. Und das ist schon
Also ich glaube, ich habe viele Einblicke bekommen in Gesellschaftsrealität in der Türkei, auch was Angst angeht und was ja, die Repressionsmechanismen, die dort gerade am Wirken sind, angeht. So. Könnt ihr mit mir spielen? Schröders geheime Mission Anfang September löst diplomatische Reisetätigkeit aus. Peter Altmaier, zu der Zeit Kanzleramtsminister, reist nach Ankara. Am 95. Tag der Haft erscheint ein Interview im Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Er sagt: Falls eine Beschleunigung des Verfahrens möglich ist, kann ich lediglich unseren Justiz- und unseren Innenminister um Hilfe bitten. Genau das habe ich getan im Fall Peter Steudner. Nur einen Tag später präsentiert die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift im Fall Steudner und 7 weiterer Angeklagter. Haben Schröders und Altmaiers Aktionen das bewirkt? Kanzleramtsminister Altmaier hat ja selbst öffentlich kundgetan, dass er auch Gespräche geführt haben soll. Bis heute wurde dem Deutschen Bundestag keinerlei Informationen darüber gegeben, was und wie und in welchem Rahmen diese Gespräche stattgefunden haben. Die Antworten wurden bisher verweigert, mit Hinweis auf das Staatswohl. Was mir damals zugetragen wurde von Beteiligten und Wissenden, war nach 1-2 Gesprächen Schröders mit Erdogan eine Art von Generalplan ausgearbeitet worden. Ungefähr in die Richtung könnte es gehen, damit Deutsche und Türken auf politischer Ebene wieder halbwegs zivilisiert miteinander umgehen. Und ich glaube, der eine oder andere hat auch schon im Hinterkopf gehabt, dass es vielleicht nicht ganz schlecht ist, wenn die Herrn von Rheinmetall auch ganz zufrieden sind, dass man weiter Geschäfte machen kann. Der Rüstungskonzern Rheinmetall, hier Bilder eines Imagevideos, bemüht sich unter anderem seit 2015 darum, einen Auftrag zur Nachrüstung türkischer Kampfpanzer mit modernen Abwehrsystemen zu bekommen. Ein großer Auftrag, geschätzt 250 Millionen Euro schwer. Rheinmetall braucht dafür eine Genehmigung. Bislang hat Außenminister Gabriel diese nicht erteilt. Der Journalist Hans-Martin Tillack findet einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Rheinmetall, einer Vorabgenehmigung und dem Inhaftierten Peter Steudner. Also es wird dazu natürlich nichts Schriftliches zu finden sein, irgendwo kein Dokument, in dem steht, wir die Türkei lassen Peter Steudner frei, wenn wir dafür deutsche Rüstungstechnik bekommen. Sowas wird es nicht geben, aber es gibt eine Reihe von Indizien, dass es derartige Deals gibt und derartige Gespräche. Es gibt auffällige zeitliche Zusammenhänge. Da ist zumindest in einem Fall halt ein Datum auffällig, dass am 16. Oktober es eine Genehmigung gab, offensichtlich eine Vorabgenehmigung, muss man sagen, für die Ausrüstung von türkischen M60-Panzern in dem Fall mit deutscher Technologie. Und 9 Tage nach dieser Vorabgenehmigung wurde Peter Steudner freigelassen. Und offiziell hatte die Regierung, die Bundesregierung, damit nichts zu tun, weil entweder haben das Industrievertreter untereinander mit unterrangigen Diplomaten besprochen oder man hatte eben seinen Emissär Gerhard Schröder, der ein Gesamtpaket ausgestattet hat. Also es war für die Politik ein wenig komfortabel, diese Situation, sich selbst die Finger nicht schmutzig zu machen und trotzdem zu gucken, dass man natürlich seine Verantwortung für in der Türkei gefangene deutsche Staatsbürger, dass man da nicht nachlässt. Eine Anfrage der Linken hat ergeben, dass kurz nach der Freilassung von Peter Steudner und Meşale Tolu 31 Rüstungsprojekte in die Türkei genehmigt wurden. Bei einem soll es sich um die Nachrüstung der türkischen Kampfpanzer durch Rheinmetall handeln. Ob das so ist, beantwortet das Ministerium nicht. Und
Schlimm ist, dass selbst die größten Menschenrechtsverletzer, wie der türkische Präsident Erdogan, jetzt auch noch Waffen frei Haus bekommen, 31 Genehmigungen in kürzerer Zeit als einem Monat. Ist das Ihre restriktive Rüstungsexportpolitik? Ich finde, damit muss Schluss sein. Wir brauchen ein Rüstungsexportverbot. Es darf weder geliefert noch genehmigt werden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für mich sind Waffenproduktion und Waffenhandel unerträglich in dieser Welt. Und was das absolut zu bekämpfen und einzustellen ist, gerade auch mit der aktuellen Situation des kriegerischen oder ja, militärischen Engagements der Türkei in Syrien mit dem Einsatz von deutschen Kriegswaffen. Also ich glaube, wenn das ein Deal gewesen wäre und ich von dem ich etwas gewusst hätte, wäre ich lieber drinnen geblieben. Am 113. Tag wird Peter Steutner freigelassen. Nach einem 12-stündigen Prozess. Plötzlich und unerwartet. Dann bis zum Richterspruch, bis zur richterlichen Entscheidung, dass wir alle freigelassen werden, war es für mich super anstrengend. Also da war wirklich, ja, habe ich gemerkt, ich schwitze, meine Hände zittern. Das war noch heftiger als meine eigene Verteidigungsrede, dann diese Anspannung, was passiert jetzt wirklich? Und dann zogen sich die Richter zurück, kamen wieder und ich sah, dass sie sich gegenseitig zugelächelt haben und fast fröhlich waren. Und vorher waren es wirklich so eiserne Mienen. Und dann verkündeten sie halt die Entscheidung auf Türkisch. Und ich merkte bei den anderen 8, irgendwas ist jetzt passiert, was sie total bewegt und es sieht eher fröhlich aus. Aber die Übersetzerin für Ali und mich, die mit da war, die war zur Richterentscheidung nicht wieder mit in den Saal gekommen. Das heißt, wir hatten keine Übersetzung und so habe ich dann nur unsere Anwälten so, was heißt das jetzt, zugerufen. Und eine von ihnen rief uns zu, you're free. Und dann dachte ich, okay, Justizkontrolle, was für mich die Fortsetzung des Albtraums in Istanbul gewesen wäre, wenn ich hätte Istanbul nicht verlassen können. Und habe dann nochmal zurückgefragt und dann kam von ihr eine No, you're really free. Ich bin dankbar. Dankbar für die vielen Leute, die auf juristische Weise für uns gekämpft haben, die auf diplomatischer Ebene für uns gekämpft haben. Und die uns einfach in Solidarität begleitet haben. Danke. Passt. Danke für deine Briefe. Danke fürs Mittragen. Und mit. In türkischen Gefängnissen warten zurzeit immer noch Tausende von politischen Gefangenen auf einen fairen Prozess. Nach dem Einmarsch der türkischen Armee in Syrien hat die Bundesregierung die Vorabgenehmigung für die Nachrüstung türkischer Panzer wieder zurückgezogen. Thank you.